Moin, mein Name ist Maxim Böckelmann, ich bin der musikalische Leiter der Produktion Dennis und Katja. Die Premiere hat im Ballhof 1. Dennis und Katja ist eine sehr spannende Oper. Anders als konventionelle Opern gibt es in diesem Stück zum Beispiel keinen Dirigenten. Die Besetzung Das der Mädchen Musiker weint. sind vier Celli und es gibt zwei Nicht zu Sänger, nah eine an ihr, gell? Mezzosopranistin und ein Bariton. Und diese Meine sechs Musiker auf der Bühne sichtbar musizieren in der ersten Hälfte des Stücks zu einem Click-Track. Das heißt, sie haben auf einem Kopfhörer in ihren Ohren ein Metronom, das das Tempo anzeigt, Hilfsunterstützungen für das Finden der Töne, andere Cues, die ihnen helfen sollen, sich ohne Dirigent in dem Stück zurechtzufinden. Aber dadurch, dass wir diese Click-Track haben, war ein Großteil der Probenarbeit zum Beispiel mit einem Laptop. Die Cues in den In-Ear-Monitors, sowohl für die Celli als auch für die Sänger, beinhalten mindestens drei verschiedene Arten von Informationen. Dann war ihnen freigestellt, was wir auch teilweise genutzt haben, sich selbst Erinnerungen an Szenen zu geben. Das heißt, wenn es durch diese schnellen Wechsel der Szenen, die auch immer ein schneller Wechsel des Charakters Two, ist, den sie one. in dem Moment porträtieren, damit sie zurechtkommen, okay, wer bin ich? Es gibt den Anschlag. Lehrer, es gibt den Freund, es gibt die Journalistin. Und dafür haben sie sich auch selber dann Hilfsunterstützungen aufgenommen, die teilweise One. in die nächste Szene hineinleiten. Sowas wie Lehrer in 3, 2, 1, go! Diese ganze Synchronisation und diese ganzen Klicks und dieses ganze Metronomische, was zum Erarbeiten und was zur Aufführung des Stücks vonnöten ist, soll allerdings beim Publikum nicht spürbar sein. Das Publikum hat im Endeffekt den Eindruck, dass alles sehr spontan passiert, sehr improvisiert, sehr frei. Die Klangwelt von Philip Venables Komposition ist sehr, sehr farbenreich. Die Figuren, die Darwin Prakash und Veronika Rabeck porträtieren auf der Bühne, sind begleitet durch eine den jeweiligen Figuren immer gleichbleibende Klangwelt. Zusätzlich zu der Projektion, die hinten auf der Leinwand zu sehen sein wird, wo man sieht, welche Figur gerade dran ist, wird man auch akustisch immer den Klangraum dieser jeweiligen Personen wahrnehmen können. Auf eine gewisse Art und Weise ist es natürlich eine moderne Oper. Es gibt Dissonanzen, die einen Effekt auslösen, ein Unbehagen, weil das Stück, also der Inhalt des Stücks, ist ja auch keine leichte Kost. Das wird meines Erachtens phänomenal gut illustriert dadurch, sodass wir als Publikum in diese Geschichte ganz immersiv reingeworfen werden. Und wir werden den Abend anders verlassen, als wir ihn betreten haben. Definitiv.